Ihr habt mir sagen lassen, ich war leider noch nie auf einem Poetry Slam, oder? Schlagt's mir bitte nicht dafür. Aber der Ibiza hat mir erklärt, bei jedem Poetry Slam gibt es einen Opferlamm, oder? Der wohl die erste Geschichte vorträgt, oder? Damit es der erste Künstler nicht so schwer hat. Ich würde euch jetzt einfach mal eine Geschichte erzählen und hoffe, ihr haut mir keine Tomaten ins Gesicht. Da können wir das schon mal üben mit Respekt, genau. Ja, okay, wo soll ich anfangen? Nee, echt wirklich wahr, Leute. Ich hab vorgestern im Fernsehen gesehen, einen Bericht über irgend so einen riesen fetten Flugzeugträger. Ich glaube, ihr kennt die alle, die riesen Flugzeugträger, die ganz großen. Von den Amis, von den Franzosen, alle haben so einen riesen fetten Flugzeugträger, oder, um ihr Land zu verteidigen. Und im Witz dabei habe ich mir noch nicht gar nicht, eigentlich gar nicht so viele Gedanken gemacht. Schlimm war es erst diese Woche, also man muss dazu sagen, ich arbeite schon ein paar Jahre hier in der Gastronomie und wir haben jedes Jahr immer, klar, es gehört dazu, man muss es machen, HACCP heißt das Ganze. Da geht es um Hygiene, Kontrolle, Controlling, alles Mögliche. Total schwierig, aber man muss es natürlich alles einhalten, oder? Und dann geht der Kontrolleur so durch, schaut alles an und schaut die Dokumentation an, das muss alles passen. Klar, man ist immer froh, wenn er wieder weg ist und es passt alles. Aber ich habe das Ganze dann ein bisschen verbunden. Ich habe gedacht, wie schaut es auf so einem riesen Flugzeugträger aus? Was macht er, wenn der Koch da richtig Dünnschiss hat? Was geht da ab? Da sind so 5.000, 8.000 Leute drauf. Alter Schwede, ey. Jetzt stellt euch mal vor, der verteilt seine Bazillen irgendwo und jeder geht zum Essen, happa happa, und dann direkt ab auf die Schüssel. Diese Viren, hat er erzählt, die verbreiten sich mal 4. Im ersten sind es mal 4, im zweiten ist der Multiplikator schon mal 10. Hin und her. Echt schlimm. Steckt der den an, steckt der den an, steckt der den an. Am Ende geht der eine aufs Krankenrevier, lässt sich untersuchen, die ist auch noch angesteckt. Stellt's euch vor, wo hauen die das ganze Klopapier hin? Unfassbar. Da appelliere ich echt an Greenpeace oder die ganzen Umweltschützer. Sagt's denen irgendwas, oder? Wie machen die das? Wie war es bei Demolition Man, glaube ich, mit den 3 Muscheln? Wäre viel geschickter. Wäre viel geschickter. Unfassbar. Also das hat mir echt zum Denken gegeben. Und schauen wir mal, wie sie es weiterhin machen. Oder wir können nicht mehr als mal kurz drüber reden und den Einschub bringen. Vielen Dank.